Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu diesem Food Haul. Wir haben ja schon wirklich sehr, sehr lange kein Food Haul mehr gedreht. Und wir waren ja heute einkaufen. Und auf Instagram habt ihr gewotet, falls ihr mir auf Instagram folgt, falls nicht. Hier unsere Namen, Bistiana Diamanta und Dr. Rotbart. Folgt uns gerne auf Instagram. Auf jeden Fall waren wir einkaufen, ihr habt es gesehen. Und bei der Umfrage habt ihr abgestimmt, dass ihr sehen wollt, was wir heute eingekauft haben. Deswegen haben wir uns hier versammelt. Und die ganzen Sachen haben wir auch hier auf dem Tisch schon hingestellt. Ja, es gibt eine kleine Neuigkeit, die wir uns für euch so ein bisschen verkünden wollen, weil es ist jetzt nicht so ein normaler Food Haul, wie man ihn so kennt von uns. Ihr wisst ja, wir waren gut in Fast Food, gut in Süßigkeiten, Chips, Fleisch, Würstchen, Aufschnitt, extra Wurst erlaubt. Was nicht gesund ist. Ja, darin hatten wir immer extrem viel. Das war immer, ja, sehr viel davon. Und es hat sich jetzt verändert, weil, ja, wir haben ein bisschen, wir probieren was Neues, sagen wir das so. Wir wollen uns so nicht festlegen, wir probieren was Neues und haben angefangen, uns ohne tierische Produkte zu ernähren. Ja, also was heißt das? Kann man vielleicht so, also ohne gekaufte industrielle tierische Produkte. Das heißt, wir essen kein Fleisch zurzeit oder wir probieren es also ganz langsam. Und wir keine Milchprodukte, keine Milch und kein, also Eier. Keine gekauften Eier. Ne? Vielleicht nur kurz als Vorgeschichte. Wir haben selber Hühner, wie ihr vielleicht wisst, Hühner und Enten. Und ja, also da. Wir benutzen unsere Eier. Ja, wir essen halt, wir essen die Eier oder benutzen die Eier zum Backen, Kochen. Genau. Ist das für von unseren Hühnern schon, weil da wissen wir, wo es herkommt. Und wir versuchen ein bisschen was zu ändern, deswegen mal gucken, wo es hinführt. Nagelt uns bitte nicht fest, wir versuchen unser Bestes. Hier schläft schon jemand ein, deswegen würde ich mal sagen, legen wir los und wir zeigen euch, wie unser Einkauf auf veganer Basis oder ein bisschen vegetarisch ausschaut. Was wir alles gekauft haben. Was wir alles gekauft haben. Wir waren heute bei Hofer und bei Spar. Spar kommt nicht so oft bei uns vor in den Halls, glaube ich. Ja. Und wir haben ungefähr 130 Euro beim Hof ausgegeben. Da muss man dazu sagen, da haben wir einige Sachen für die Schule gekauft, für die Michelle. Und auch Klamotten, also so eine Hose. Und Hose das. Und ja, sagen wir mal so 115 Euro, 110 Euro. Ja, da, ja. So 90 Euro ohne Schule. Ja, sagen wir mal. Ja, genau, 90 Euro, was ja sehr wenig ist für uns. Normalerweise, wer unsere Food Halls kennt, weiß, unter 200 Euro sind wir nie rausgekommen. Deswegen schon mal, das ist schon mal spannend. Und dann, waren wir noch beim Spar? Beim Spar haben wir, glaube ich, 30 Euro ausgegeben. Ah, genau, stimmt, 30 Euro, genau. Und da haben wir ja noch so, ja, da haben wir nur so Sachen für uns gekauft, gell? Yeah. Gut, deswegen fangen wir an. Leg mal los. Leg mal los. Wir zeigen euch gleich das vom Spar, weil das müssen wir einkühlen und das ist sehr wichtig. Wir haben ein veganes Eis gekauft. Moment, Fokus. Geht das? Nein, das geht nicht. Du musst dein Gesicht wegmachen, Papa. Ja, ich hab mal, hier geht's. Ja, genau. Das vegane Eis. Ich war verwundert, ich wusste gar nicht, dass es veganes Eis überhaupt gibt. Mit Nougat. So, Fokus back. Schaut lecker aus. Eis auf Haferbasis. Und da die Michelle sich das ausgesucht hat, hat sie Nougat ausgewählt. Ich bin auf jeden Fall gespannt, ich werde das auch kosten. Aber das ist auf jeden Fall von Michelles Seite aus. Hier die Wahl. Bringst du das in die Tiefkühle? Ja. Dankeschön. Dann habe ich einen veganen Aufstrich gefunden, den ich sehr köstlich fand von, also was da drauf steht, Bio-Aufstrich Erbse. Und ich mag ja so gerne so Hülsenfrüchte total gerne. Und deswegen habe ich den mitgenommen. Da steht, dass er auf Basis von weißer Bohnen und Erbsen gemacht ist. Du bist jetzt kein Erbsenfreund, gell? Ich habe als Kind nicht so gemocht, aber wer weiß als Erwachsener. Ich liebe Erbsen einfach, keine Ahnung. Dann habe ich auch diese Hafercreme mitgenommen. Das ist so wie Schlagobers und das ist, haben wir schon öfters mal gekauft. Ich habe schon öfters mal so Suppen, weil der Papa, der hat nie Schlagobers vertragen. Und deswegen bin ich früher immer schon ausgewichen. Entweder auf Kokosmilch oder auf Sahneersatzprodukte, wenn ich so Suppen mache, Kürbiscremesuppe oder Brokkoli-Cremesuppe. Deswegen diese hier. Hast du noch was in der Hand vom Spar? Also cool. Dann hat er aber frische Kräuter mitgenommen. Einmal Basilikum und einmal, das ist Petersilie, oder? Petersilie, ja. Einmal Petersilie. Ja, habt ihr vielleicht Tipps für uns, wie, wir gehen ja immer so schnell ein nach einer Zeit. Ich glaube, das ist keine,
Keine Pflanze, keine Zimmerpflanze. Achso, okay. Na, ich glaube, man muss auch wissen, wie man sie pflückt, habe ich auch schon gehört, oder? Ich weiß es. Nee. Ich habe ihn gerade, also im Sommer überlebt schon. Länger, ja. Sonst noch was vom Spar? Vom Spar? Ich glaube immer mehr, oder? Das war es vom Spar? Ist egal, wir mischen das einfach durch. Zeig euch mal, was wir vom Hofer gekauft haben. Und zwar, das fand ich richtig spannend, dass ich das gesehen habe. Und zwar haben wir hier so Bio-Sugo gekauft mit Weizen-Bolognese. Das fand ich dann richtig spannend. Also man kennt ja, es gibt ja so vegane oder vegetarische Sugos. Aber die kaufe ich nicht, weil ich kann das auch selber machen. Also man kann ja ein bisschen ein Gemüse halt selber ein bisschen hier braten und dann Tomatensauce drüber. Aber das fand ich spannend. Ich habe mir gedacht, ich probiere das mal aus, weil das ist mit so Weizen-Eiweiß-Erzeugnis, das ja quasi das faschierte Fleisch suggerieren soll. Und ich bin gespannt, wie das schmeckt. Ich kenne das auch von anderen Veganern, die machen das Soja-Ersatz. Das ist auch so körnig und das soll auch gut schmecken. Das geht so wie Couscous auch im Wasser. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das schmeckt. Weil ich möchte das sonst selber kochen, aber ich wollte es mal testen, wie es denn geschmacklich so ist. Deswegen haben wir jetzt eigentlich nicht schlecht sein, oder? Mal gucken. Ja, ist auf die Entdeckungsreise. Oder? Genau, wir sind aktuell so ein bisschen am Herumtesten und Herumprobieren. Dann haben wir das. Genau, ein Aufstrich. Tomate, Basilikum, den haben wir aber auch schon früher immer gekauft. Mach mal dein Gesicht weg. Das ist mein Gesicht näher, komm einfach weg. Baba. Das hat mein Gesicht nicht zu tun. Doch, weil er fokussiert halt immer Gesichter. Also, vom Zurück zum Ursprung haben wir diesen Aufstrich Tomate Basilikum mitgenommen. Mit Sojabohnen aus der Region Neustiftersee. Auf jeden Fall, das kennen wir schon von früher, das haben wir schon öfters immer gekauft. Der Baba brauchte nämlich für ein Gericht, das er sich aus dem Internet rausgesucht hat. Was war das für ein Gericht? Weißt du das noch? Nein, aber ich habe aufs Handy. Das ist ihm alles messwurscht. Auf jeden Fall hat er da so einen Käse gesucht und da haben wir diesen Vegans-Käse, den kennt ihr bestimmt vielleicht von vielen Veganern schon mal gesehen. Na, was ist los hier? Hier, so schaut er aus. Veganer, was steht da? Genießerschmelz mild. Auf jeden Fall ist er schon so wie geraspelt und ich bin gespannt, wie der schmeckt. Schaut auf jeden Fall genau wie Käse aus und mit Kokosöl und er ist sojafrei. Cool, ne? Bitteschön. Dann haben wir noch so Mehrwegnetz für Obst und Gemüse gekauft. Seht ihr das? Wir haben ja schon unsere alte, aber... Genau, wir haben ja schon unsere alten. Wo sind die denn? Also da haben wir jetzt aktuell was drin. Ne? So, diese habe ich mal von Amazon bestellt. Aber wir haben zwei oder drei weggeschmissen, weil die eingeschimmelt sind, weil wir die draußen liegen gelassen haben. Es hat geregnet und ja, irgendwie so. Deswegen haben wir die weggeschmissen, aber wir haben jetzt neue gekauft. Gibt es beim Hofer im Dreierpack und kosten ganz wenig. Ich glaube 1,50 Euro, oder? Und so schauen die aus. Also, ja. Mit so. Was machst du denn damit, wenn man Zahn ist? Bitte schön. Wo soll man die hinstellen? Stößt du denn die Sachen immer weg, die ich schon gesagt habe? Sehr gut. Haben wir drei gekauft. Ja, wir haben drei Melanzanis gekauft. Auch jetzt haben wir öfters gekauft. Hier habe ich auch schon öfters gesagt, wir machen immer Salate de Vinete. Das ist ein Melanzanis-Salat. Auf Rumänisch habe ich das gesagt, so heißt es. Und ja, den essen wir total gern. Ach, ich liebe das. Das muss man, und der geht so, da muss man die Melanzani ankokeln und danach die Haut wegmachen. Also ankokeln in der Pfanne halt so, braten ohne Öl, ohne gar nichts. Danach die Haut weg und dann und mit Zwiebeln und so, schmeckt super lecker. Bitte schön. Dann habe ich Joghurt gekauft. Ich habe noch nie Ersatzjoghurt probiert. Also noch nie wirklich. Und ich war wirklich neugierig, wie es schmeckt. Ich habe hier den von Alpro mitgenommen mit Heidelbeere. Bei Alpro muss ich so sagen, ich glaube, die Marke an sich ist jetzt nicht die beste. Habe ich schon, also von der Milch auch her, da gibt es immer viel, viel bessere. Aber ich wollte den mal testen, ob der gut ist. Das ist auf jeden Fall ein Soja-Joghurt. Und dann habe ich diese Marke bei Hofer entdeckt. Wo schaut das aus? Moment. Also, so schaut dieser Joghurt aus von der Marke. My Love, My Life, Kokos Natur, Shake it and Love it. Ich vermute, dass er gut schmecken wird. Also ich gehe mal davon aus, weil ich mag Kokos. Deswegen, ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt und ich werde euch mal berichten, wie er schmeckt. Sollen wir ihn jetzt essen? Nein, ist blöd, oder was? Ist er offen? Ja, den muss man dann schon gleich offen. Mit Müsli und so.
Aufmachen und dann gleich essen. Aber jetzt habe ich keinen Hunger. Nein, nicht jetzt. Deswegen ja. Okay, dann. Ich sage euch auf jeden Fall, wie er geschmeckt hat. Könnt mir ja unten in die Kommentare Fragen stellen zu allen möglichen Bereichen, die ihr habt. Es wird natürlich nochmal ein Video geben, falls ihr das wollt, falls ihr wissen wollt, warum wir diese Entscheidung getroffen haben, wieso, welche, es gab mehrere Gründe tatsächlich, dann könnt ihr uns die gerne stellen und vielleicht machen wir mal daraus ein eigenes Video und mal schauen. Ja, dann haben wir noch was zum Snacken mitgenommen, also so Knabberzeugs. Saletti haben wir mitgenommen. Es ist tatsächlich so beim Knabberzeug, dass jetzt vieles wegfällt. Also man kann zum Beispiel Chips nicht mehr kaufen. Auch wenn man denkt, okay, das ist auch eine Kartoffel. Warum kann man sich nicht eine Chips nehmen? Es ist halt nicht mehr so nur Chips, sondern es ist Pulver, Emulgator, Molke ist drin. Wir sind so viele. Ja, Pombeeren. Weiß nicht. Nein, Pombeeren ist. Nee, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist auch das Öl, glaube ich, in dem sie das braten, nicht immer so. Deswegen, Geschmack machen sie auch rein, also ganz viel Fleischgeschmack und das ist dann immer so ein bisschen, ja, deswegen haben wir jetzt das genommen, weil da ist nichts Tierisches drin, deswegen Saletti, yay. Und außerdem, man kann sich Sachen selber machen, man kann jetzt zum Beispiel Chips, ich habe den Airfryer, der ist perfekt für sowas, da kann man sich Chips ohne Öl drin machen, haben wir auch schon mal gemacht, Süßkartoffelchips, Karottenchips, kann man sich alles wie gesagt selber machen. Und wenn nicht, kann man sich auch Gemüsechips kaufen. Da ist natürlich kein tierisches Produkt dran. Ist ja vegan. Also das ist Gemüsechip. Was da genau für Gemüsechip ist? Ich finde auch so gut, ich habe es gegessen. Das schmeckt wirklich super lecker. Da ist rote Rübe, Pastinake, Karotte, Kartoffel. Ja, ist in Sonnenblumen gebraten und einfach lecker. Mega lecker. Müsst ihr wirklich mal ausprobieren. Haben wir zwei Packungen gekauft. Drei. Ist auf jeden Fall super lecker und ja, ist einfach Chips auf gesund. So, Kamera ist jetzt ausgegangen. Auf jeden Fall. Na doch, sicher. Okay. Die geht nur aus nach einer gewissen Zeit. Vollkornroggenmehl und ein glattes Weizenmehl. Also weißes Mehl, braunes Mehl, braunes Mehl und ein Dinkelmehl. Ja, dann haben wir das auch mitgenommen. Müsli-Riegel. Wir haben hier die von Naturaktiv, also wie ihr seht, wir haben ganz viel von dieser Marke, das ist die Eigenmarke von Hofer, Naturaktiv, mit ganz vielen veganen und Bio-Sachen. Also nicht nur ausschließlich vegan, aber viel, viele Bio-Sachen. Bio-Miseriegel mit, was ist das? Erdbeere. Für die Kinder, zur Jause, weil man nicht immer die Zeit hat, so auf die Schnelle jetzt Müsli-Riegel selber zu machen, finde ich das gut, wenn man auf sowas ausweichen kann. Und die Kinder essen das total gerne. Und was ist das? Das ist mit Apfel. Genau, und dann haben wir noch eins mit Haselnuss. Genau. Dann habe ich auch so einen Dinkelteig gekauft. Der ist auch vegan. Ich hatte da nämlich so eine Idee, vielleicht so Brokkoli, Karotten, also ein Gemüseauflauf zu machen. Und deswegen habe ich diesen Strudelteig mitgenommen. Also das ist ein Strudelteig, halt auch, kein normaler Weißer, sondern mit Dinkel. Sehr, schmeckt übrigens sehr lecker. Dann haben wir auch so Suppenwürfel mitgenommen. Ich habe die von Knorr. Einmal klare Suppe und einmal Gemüsesuppe und die sind vegan. Also die Kinder spielen übrigens, falls ihr sie hört im Wohnzimmer. Also die sind vegan, deswegen haben wir die mitgenommen, weil ja, Suppenwürfel passt immer so ein bisschen, wenn man ein bisschen was würzen möchte, Soßen oder auch Suppen würzen möchte. Dann habe ich was echt Cooles gefunden. Zuerst waren wir so ein bisschen skeptisch. Wie schmeckt das? Aber was ich gelesen habe, habe ich gedacht, die müssen wir ausprobieren. Und zwar sind das bio-vegane Burger-Patties. Die sind aus Bio-Bratlinge auf Basis von Jackfruit, Kichererbsen und Haferflocken. Der Inhalt hat mich einfach angesprochen und gesagt, sehr interessant, ich bin sehr gespannt, wie das schmeckt. Und da werden wir bestimmt bald einen veganen Burger machen, oder? Ja. Die Patties werden wir auch selber backen. Dann haben wir jetzt zwei Pakete mitgenommen, das sind vier Patties drinnen. Dann haben wir auch Gewürze mitgenommen, einmal Oregano und einmal ein Brotgewürz. Ich war mir anfangs nicht sicher, was ein Brotgewürz ist, aber ich... gehe mal stark davon aus, dass man das dazu nutzt, um Brot zu würzen. Es riecht ganz, ganz gut und angenehm. Und das werde ich auf jeden Fall dann zu meinem Roggenbrot dazu mixen. Bitteschön.
Und dann hat der Papa hier noch einen wilden Bärlauch gekauft. Ich finde die Flasche schaut so, ja, so cool aus, oder? Da steht nämlich da drauf, dass es in Österreich von Hand abgefüllt wurde. Mhm. Weißt du, was ich spannend finde? Das ist genau dieselbe Marke wie unser Salz. Baron de Sel. So. Das steht ja auch so oft. Und, ah ja, schau, das Logo. Ah ja, stimmt. Ja, witzig. Wir haben jetzt nämlich vor kurzem so eine neue Salzmühle gekauft. Wo ist die? Die ist immer weg. Achso, okay. Diese, die haben wir uns auch vom Spar gekauft. Und die ist von dieser Marke Baron de Sel. Und das ist auch so. Ich fand das so richtig schön, schaut das aus. Wie so eine alte Cognac-Flasche. Das ist mal schön. Auf jeden Fall ist das Bärlauch. Wilder Bärlauch. Baba braucht das für irgendein Rezept. Hier, genau. Bitteschön. Und dann haben wir noch Bio-Fenchel, also so Fenchelsamen sind das, oder? Ja, braucht der Papa auch für irgendein Rezept. Sehr schön. Ökologische Verpackung. Ökologische Verpackung. Ja, stimmt, ist alles aus Papier. Ja, cool. Geil. Bitteschön. Danke schön. Dann haben wir Knoblauch gekauft. Ist bei uns leer gegangen. Was haben wir noch? Habe ich schon gezeigt, die Gewürze. Die haben wir noch gezeigt? Die haben wir schon gezeigt. Dann sollen wir jetzt Obst herzeigen. Wir haben hier einmal, warte kurz, machen wir Obst schnell. Himbeeren und Heidelbeeren, das gibt es, heißt Heidelbeeren? Ja, ja, Heidelbeeren im Doppelpack. Wir haben jetzt nämlich einen Entsafter, der steht jetzt aktuell nicht da, aber wir haben uns einen Entsafter gekauft. Und ich sag's euch, das ist einfach die beste Investition, hat 130 Euro gekostet, aber wir trinken jetzt täglich so ein Apfel, Birnen, Sellerie, Pastinaken, Karotten. Wir machen einfach so alles rein, alles was uns schmeckt. Und das ist so gut, das ist wirklich so Suchtgefahr. Das ist super, diese Maschine drückt wirklich sehr gut aus. Und wir machen auch ab und zu so Himbeeren und Heidelbeeren rein. Das schmeckt so lecker, das macht so, das ist ein bisschen süßlich. Und kann ich euch wirklich empfehlen, das ist ein richtiger Vitaminkick, was man am Morgen bekommt. Von so einer, so einem, wie heißt das? Presse. Auf jeden Fall, die was wir haben, ich kann sie euch unten verlinken, die was wir haben, die ist so cool, die kann man so schnell und gut reinigen und ich finde, das ist immer das A und O bei einem Entsafter, oder? Dass wenn man da nicht gut reinigen kann, ist es einfach nur lästig. Dann ein Granatapfel, ich bin ja so ein richtiger Granatapfel-Junkie, ich liebe die und die Luisa mag das auch total gerne. Granatapfel-Love, bitteschön, sehr lecker, hat einen sehr großen Anteil an Vitamin C, für, ja, falls irgendwie interessiert. Auf jeden Fall Radieschen haben wir mitgenommen. Was noch? Avocado. Ich habe zwei Avocados mitgenommen. Ich liebe Avocados. Also bei uns ist eigentlich Avocados immer zu Hause, weil ja ein großer Fan bin. Dann Snackgurken haben wir jetzt wieder für den Patrick für die Schule genommen, oder? Oder ist das für uns? Ihr wisst ja Bescheid, das kaufe ich nicht. Also wir kaufen immer gerne Gürkchen. Dann Bananen, haben wir auch gekauft. Mega lecker. Ich habe gestern so ein leckeres Banane-Pancake-Rezept ausprobiert. Mega, super gut mit Heidelbeeren. Kann ich euch auch empfehlen. Also ich kann es euch verlinken, wenn ihr möchtet. Und dann haben wir so Mandarinen gekauft. So Mandarinen mit Grün. Sieht man selten, aber gibt es bei uns aktuell beim Ofa. Die kauft man aber immer, weil die schmecken wirklich so lecker. Also die sind halt mit dem Grünzeugs noch dran und halt wirklich frisch und wirklich lecker. Dann haben wir auch Birne. Hier einmal die Birne. So, also das ist das, was möglich ist, so zu kaufen, kaufen wir dann so lose. Also, ich hole meine Birne raus. Also die Kinder, unsere Kinder lieben Birne, abgöttisch. Also die essen die so oder wir machen auch immer Saft raus. Das ist bei uns, Birnen gehen immer. Haben wir noch? Brauchen wir mit der Paprika zu kaufen. Brauchst du das für dein Rezept? Ja, und für die, ja. Okay. Käse. Paprika hat der Papi gekauft. Will wahrscheinlich irgendwas kochen damit. Du machst bestimmt gefüllte Paprika. Na. dann haben wir Suppengrün gekauft und einmal Mini-Türmärchen für die Michelle, für die Schule. Dann haben wir auch Champignons gekauft, die braunen. Und wir haben auch noch Bio-Karotten von Zurück zum Ursprung gekauft. Ja, also bei uns gehen die Karotten aktuell weg wie Brötchen, weil ja, wir trinken ja so viel Saft in letzter Zeit.
Und Puri. Hast du das auch für dein Rezept gekauft, oder? Ja, was? Die Puri. Ja. Ich habe noch Kartoffeln gekauft, einen großen Sack. Die bin ich. Oh, das ist aber ein Gentleman. Auf jeden Fall Kartoffeln, ganz normal österreichische Kartoffeln. Und was haben wir noch? Und Äpfel. Ganz österreichische, steirische Äpfel. Super lecker. Gehen momentan auch weg wie warme Semmeln bei uns, die Äpfel durch diesen Entsafter einfach. Und dann habe ich noch ganz viel so, ja, so Nussiges gekauft. Ich habe Mandeln gekauft und auch so eine Salatkernmischung. Also die Mandeln habe ich jetzt mehr so für Porridge gekauft. Die Salatkern-Dinge habe ich so zum Garnieren von Gerichten und Salaten gekauft. Schmeckt super lecker, wenn sowas Knackiges dabei ist. Dann auch Kürbiskerne lose. Habe ich ja auch gekauft für Brot. Also wenn ich das Brot mache, dass ich da so ein bisschen Körner habe, um drüber zu streuen. Wir mögen das total gerne, wenn da so ein bisschen was drauf ist. Dann habe ich Quinoa gekauft, auch von der Marke Naturaktiv Bio Quinoa in Tricolore. Ich habe bisher immer nur den weißen gekauft, aber ich wollte mal diesen bunten probieren. Ich glaube, der schmeckt wahrscheinlich ganz gleich, nur der ist halt anders färbig. Die Farbe schmeckt nicht. Genau. Dann Chiasamen habe ich normalerweise auch immer zu Hause, aber die sind... Die habe ich damals, wisst ihr noch, wo wir einen Mottenbefall hatten. Damals flog einfach alles raus, aber wir sind mottenfrei, deswegen habe ich mir jetzt wieder Chiasamen gekauft, weil da drinnen waren so viele Chiasamen. Jetzt haben wir wieder Roten. Die wissen halt, was gut ist, ne? Ich habe mir dann ein Futter gebracht. Ja, jetzt haben wir dann Futter gebracht. Nein, aber wir haben keine Motten mehr, zum Glück. Dann habe ich Bio-Flohsamen gekauft. Also, ich weiß, dass das viele halt nutzen, um Sachen nochmal so zu garnieren. Das soll auf jeden Fall sehr gesund sein. Und deswegen habe ich das jetzt gekauft. Bin auf jeden Fall gespannt. Ja, wie das schmeckt. Papa schläft schon ein hier. Dann haben wir Couscous auch gekauft. Wir essen ganz, ganz gerne Couscous. Wir lieben Couscous. Und deswegen haben wir Couscous gekauft. Und dann habe ich auch Sesam gekauft. Ist aber mir auch letztens leer gegangen. Sesam nutze ich auch gerne, wenn ich zum Beispiel, vor allem jetzt, wenn ich diese Hamburgerbrötchen machen möchte, dann mache ich dann so Sesam drüber, damit es halt wirklich wie ein richtiges Brötchen, also ein richtiges Burgerbrötchen ausschaut. Ein Bügelbrett dazu habe ich mir neu gekauft. Das kann ich euch nicht zeigen. Non-Futter. Non-Food, also ein Bügelbrett dazu für 5 Euro und da war sich noch eine Jogginghose geholt und so und Zeug, aber das zeigen wir euch jetzt nicht. Ja, ich glaube, das war eh schon ein ziemlich großer Food-Haul. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt auf eure Reaktion. Und die Kinder gehen urgut damit um, also die Michelle und der Patrick haben sich zusammen mit uns bewusst dafür entschieden. Wir haben zusammen diese Entscheidung getroffen, es war jetzt nicht so von mir oder von Papa, sondern wir haben das mit ihnen besprochen und die haben gesagt, ja, wir wollen das nicht mehr und die sind da voll dafür. Natürlich essen die ab und zu nochmal hier und da Fleisch oder wenn wir auswärts so sind und dann wollen sie irgendwas, dann gönnen sie sich das. Also die Kinder, wir sagen jetzt nicht so, nee, das geht jetzt nicht. Und da sind wir eigentlich ganz entspannt. Ne? Also wir sind da, wir fangen erstmal an, es auszuprobieren. Also nagelt uns jetzt nicht daran fest, wenn wir jetzt mal irgendwas anderes machen oder so. Aber wir probieren das und mal gucken, wo es hinführt. Wie gesagt, wenn ihr möchtet, dann können wir mal ein Video machen, warum wir das gemacht haben, was der ausschlaggebende Punkt war. Dann könnt ihr das gerne unten in die Kommentare schreiben, falls ihr das sehen wollt. Und sonst hoffen wir, das hat euch gefallen, was hast du gesagt? Ich habe in diesem Video sehr viel geredet. Ja, du kannst ja eh was reden. Wieso redest du nichts? Zum Thema passend. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch solche Videos... Siehst du, warum du nicht so viel redest? wenn ihr noch solche Videos sehen wollt, einfach nur schreiben. Wir machen ein zweites, ein drittes, ein viertes und genau. Immer mehr. Schreibt es uns auf jeden Fall unten in die Kommentare, falls ihr mehr Futter seht. Okay. Was machst du denn jetzt? Ich weiß wirklich nicht. Voll unauffällig. Ja, gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Tschüss. Miau.